beginnt. Die Morgenshow auf Bremen 4. Heute eine Stunde lang mit zwei von drei Ärzten aus Berlin. Hallo, hallo Bela und Farin. Ja, hallo. Morgen. Calimero ist dabei. Wir haben ja gleich ausführlich Zeit, uns zu unterhalten. Und damit wir auch mit dem richtigen Fuß starten, würden wir von euch ganz gerne wissen, welche Frage hättet ihr für den Anfang gerne? Eigentlich die Frage, wie wir geschlafen haben. A, gut. B, sehr gut. C, exorbitant. Antworten wie in Mamas Schoß. Darauf gleich bei Ike Pauli und Roland Kannlicher. Volles Programm. Die Ärzte haben gerade ihr 12. Studioalbum in 18 Jahren rausgebracht. 16 Songs sind drauf auf dem Album. Und wir haben ja eben abgesprochen, eine Frage gibt's noch zu klären. Wie habt ihr geschlafen? Wir haben gut geschlafen, aber darf ich dir gleich ins Wort fallen, liebe Ike? Ja, sehr gerne. Das 12. Studioalbum in 18 Jahren, das haut so nicht ganz hin. Wir haben uns 82 gegründet, dann hatten wir 5 Jahre Pause und insgesamt sind es 12, glaube ich, Studioalben. Das heißt, ich komme da auf mehr als 18 Jahre. Ihr habt auf jeden Fall das 12. Studioalbum raus. Das ist richtig, ja. Und ich wollte auch die Frage dass wir noch viel besser bist in der Band. Naja, 18 und 25 ist schon ein Unterschied. Ja, aber lass doch das vielleicht gleich als Frage formulieren, dann kann jemand was gewinnen. Sehr gut, genau. Gibt es uns 18 oder 25 Jahre lang? Stellen wir ganz am Ende die Frage. Gut, okay. Lohnt es sich eigentlich, nach einem Sinn im Titel zu suchen? Das selbstverständlich. Auch? Ja, durchaus. So viel sei verraten. Diese 4 Buchstaben A, U, C und H, die stehen für was? Und das wollt ihr uns jetzt nicht erzählen? Nein, natürlich nicht. Das sagst du jedes Mal. Ich weiß noch, dass wir schon mal ein Interview mit dir gemacht haben. Und du hast auch gesagt, ja, das steht für was, aber das sage ich euch nicht. Richtig, ist doch viel spannender. Oh, gemein. Also immer diese Fragen und dann gleich die Lösung anbieten, da muss ja überhaupt keiner mehr nachdenken. Okay. Wollen wir darüber nachdenken? Also das wäre ein bisschen so, als würden wir sagen, passt auf Leute, wir würden gerne ein Album rausbringen, überweist uns doch einfach das Geld, dann sparen wir uns den ganzen Hassel. Wir müssen kein Album aufnehmen, ihr wisst ja eh, dass es gut ist. Aber das ist. Ist doch die Idee der Piratenpartei, oder? Überweist ja, erstmal das Geld und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ich hätte auch ganz doll das Gefühl, das könnte bei den Ärzten klappen. Ja. Zu sagen, erstmal die Kohle her, mal gucken, ob wir dann ein Album damit machen. Ich fände es ganz geil eigentlich, also jetzt, wo du es vorschlägst. Also ich meine, wenn man niemandem mehr vertrauen kann, ja, dann wenigstens noch uns. Aber bei dem Titel auch habe ich immerhin kurz geschmunzelt, kann ja gar nicht sagen, warum. Du hast kurz geschmunzelt? Mhm. Wie lange war das Schmunzeln? Das ist wichtig für unsere Marktforschung. Ich würde sagen, warte, 3 Sekunden ungefähr. Na, so ein 3-Sekunden-Schmunzler, der ist doch... Eigentlich sollte die Platte ja Bauch heißen, aber das fand dann unser Kompetenzteam nicht so gut und hat das B entfernt. Und dann blieb auch. Auf welcher Stelle im internen Band-Ranking würdet ihr das Album so einordnen? Also wie gerne mögt ihr das? Auf oder Platz 1. Wollte ich gerade fragen, ist das Neueste immer das Beste? Muss so sein, weil sonst bräuchtest du ja kein neues Album mehr rauszubringen. Also wenn du irgendwann das Gefühl hast, oh, also eigentlich ist das beste Album, was wir gemacht haben, 29 Jahre her und danach kam nur noch Schrott. Ich denke mal, dann ist es vielleicht selbst für steinalte Menschen für, wie uns Zeit zu gehen. Aber kann es nicht sein, dass du, wenn ihr es fertig habt, wenn es produziert ist, dann setzt ihr da, hört euch das erste Mal an und sagt, irgendwie dachten wir, das wird besser, als wir angefangen haben. Na dann, weißt du, was wir dann machen würden? Neu? Richtig. Ah, okay. Sag mal, wie ist jetzt eigentlich die Stimme von Paul und wie ist die von Roland? Ike. Nicht ja, Paul. Ja, aber ihr habt doch Ike, Paul und Roland, oder nicht? Entschuldigung, Ike, Pauli. Wie Sankt Pauli. Ach, Ike, Pauli. Ah, ich dachte, ihr seid die ganze Zeit zu dritt und ich frage mich immer, wann kommt die dritte Stimme? Einer, der hält sich die ganze Zeit drin. Das ist der für die kritischen Fragen. Okay. Pass auf, jetzt schaltet sich Paul ein. Okay. Dürfen wir euch mal vorlesen. Ah, du bist was der Roland mit verstellter Stimme. Richtig, was das Rolling Stone Magazin über eure Rolle im Pop geschrieben hat. Oder kennt ihr die Textzeile schon? Nee, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so kann ein Magazin, nicht so was gut wir sein, lesen. Nee. Ah, okay. Okay, also, eins, was uns sehr mag, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich pass auf, es ist auch ein bisschen verkopft. Männer aus der Mitte des Lebens, die Songs für junge Leute singen, explizit nicht für Gleichaltrige, höchstens für die unter ihnen, die noch ähnlich begeistert mit ihren Superman-Figuren, Metal-Gitarren und ab und zu mit den eigenen Pimmeln spielen. Wie ordnet ihr solche Worte ein? Ach, das ist doch süß. Da hat jemand versucht, sich an uns zu messen. Sage jetzt mal, also hätte ich origineller formuliert. Ja, wie denn? Also das ist doch ganz, ganz süß. Irgendwie tatsächlich ganz niedlich gemacht. Letztendlich ist Rock'n'Roll Musik immer eine große Spielwiese und der Rolling Stone kann ganz gut drüber leben. Farin hat neulich mal zu mir gesagt, ein gutes Lied zu produzieren dauert 1 Woche, 2 Wochen oder so, eine Kritik zu schreiben 10 Minuten. Nun gleich geht's weiter mit den Ärzten. Erstmal hören wir was aus dem neuen Album auch. Ist das noch Punkrock? Die Ärzte, bitteschön. Unsere CD der Woche heißt auch, kommt von den Ärzten und das ist zum Staunen. Ich muss mir die ja eigentlich gar nicht kaufen. Ich kann die ja auf eurer Seite quasi runterladen. Runterladen, dafür brauchst du noch extra Werkzeuge. Du kannst sie dir auf unserem Bademeister-TV-Channel komplett anhören, weil wir denken so, wir haben nichts zu verbergen. Und bevor die Leute eine massive Investition von ungefähr 15 Euro tätigen, je nach Plattenhändler, sollen sie doch erstmal wissen, was sie da kaufen. Ist das die Flucht nach vorne? Nö.
Nö, das ist einfach, wir gehen wir einfach davon aus, dass Leute unsere CD haben wollen oder unsere Songs auch haben wollen. Das ist natürlich nicht in der allerbesten Tonqualität da zu hören. So. Also nicht. Aber es reicht zu hören, ob die Songs super sind oder nur fantastisch. Das reicht völlig aus. Und wenn man da eine Party feiern will und dann sowieso nur auf einem Handy die Musik hört, dann muss man nicht extra unsere CD für kaufen. Nun ist das ja aber eine Sache, die ihr theoretisch auch unterstützen könntet, dass ihr sagt, das ist doch super. Mittlerweile hat sich die Musik dahin entwickelt, dass jeder, der ein Album haben möchte, das mehr oder weniger unkompliziert bekommen kann. Ganz egal, ob ich jetzt das Geld habe für eine CD oder nicht. Oder ärgert einen das als Band, dass man sich Mühe gemacht hat? Ihr habt ja nun gerade besprochen. Na, pass auf. Eine Sache, diese Diskussion, die geht immer eigentlich an den wichtigsten Leuten vorbei. Genau. Ja, weil die Leute, die darüber öffentlich reden können, ja, die Musiker, die Betroffenen, das sind meistens dann gesettete, berühmte Leute, so wie wir, ja. Die halt, für die Leute auch Eintritt zahlen, wo die Leute dann auch, wie wir jetzt gerade feststellen, die CD kaufen und sonst wie. Was ist mit den jungen Bands, mit denen, die keine Lobby haben, die noch nicht bekannt sind? Was machen die? Werden die von euch gefragt? Interessiert auch keinen, ob irgendwie Johnny B. Good von den, weiß ich was, irgendwie tatsächlich rumkrebst und eigentlich gar keine Zeit hat für Live-Konzerte, weil er die ganze Zeit seinen Job in der Kneipe machen muss. Es wird keine neue Musik geben, wenn die Leute keine Zeit mehr dafür haben, sich Musik herzustellen oder halt Publikum finden, weil auch im Internet, wenn man die Diskussionen verfolgt, die Leute sind ja gar nicht interessiert an neuer Musik. Also bei euch ganz klar die Position Ärztealbum gerne schon mal kennenlernen auf der Seite bademeister.com, aber dann natürlich bezahlen, denn... Bei Gefallen. Also ich finde, wenn ein Song, der dich vielleicht ein Leben lang begleitet, der kostet weniger als ein Snickers an der Tanke. Mehr muss man dazu echt nicht sagen. Also so, und wenn du wirklich Musik dir wichtig ist, dann kannst du so, weiß nicht, so viel Geld ausgeben. Ich will nur eine Frage, seit wann machst du Werbung für die Firma Mars? Überzeugter Erdnussesser. Erdnussriegelesser, mein Lieber. So viel Zeit muss sein. Echt? Esst ihr sowas gern? Nee. Und, pass auf, wir sind auf Promotour. Das ist das, was uns ständig hingestellt wird. Tellerweise. Bonbons. Ja, und dann wir müssen das extra auf Tour gehen, um das wieder abzutrainieren. Was esst ihr überhaupt von diesen Sachen, die euch hingestellt werden? Also ich trinke stilles Wasser, wenn es welches gibt. Ja, ein stilles so Wasser. So bescheiden? Nö, das ist nicht bescheiden. Das Wasser muss natürlich original Gletscherwasser sein. Oh, vom Amazonas hergeflogen. Vollmond. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, am Amazonas gibt es sogar keine Gletscher. Eben, das macht es etwas teurer. Komplizierter. Du musst den Gletscher erst zum Amazonas bringen, um ihn da zu melken. Bevor ich jetzt wieder in die Grütze fasse, 16 Songs sind doch auf auch drauf, ne? Das stimmt doch. Ja. Was man mir hier aufgeschrieben hat. Ich habe aber gehört, im Song Fiasko singt ihr über die Angst, Mädchen anzusprechen. Ist das wirklich immer noch ein Thema bei euch? Ihr habt doch jetzt inzwischen so ein Alter, Angst, wo du... Die Angst, Mädchen anzusprechen, ja. Wie kommst du darauf? So klang es. Ja. Nein, das ist nicht über die Angst, es ist über die Unmöglichkeit, jemanden anzusprechen, den man wunderschön findet. Ja, siehst du. Das ist nicht die Angst, es ist die Unmöglichkeit, das ist ein Unterschied. Den entscheidenden Unterschied ist, dass das eine was mit der Jugend zu tun hat, das andere mit Verliebtheit und Menschsein. Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Das mit dem Menschsein, das könntest du vielleicht überhaupt mal öfters benutzen. Okay, werde ich gerne versuchen. Bis dahin hören wir noch Musik von eurer neuen Platte auch. Welches sollen wir spielen? Na, das eine da am besten, oder? Einfach das zwischen den anderen vielleicht? Wollen wir das? Ja. Okay, dann nehmen wir jetzt genau das und hören gleich die Ärzte hier wieder bei Bremen 4 in der Morgen. Hallo, hier beginnt. Hallo, hier ist Bremen 4 und wir haben die Ärzte zu Gast. Jeder Mensch hat ja so eine Sache, auf die er sich in nächster Zeit freut. Sei es eine Anschaffung, sei es ein Urlaub, vielleicht ein Besuch, ein schönes Essen. Was ist das bei euch? 21. Dezember 2012, Untergang der Welt. Ja, bei mir ist es sehr gutes Essen im Rahmen einer Reise, die zu einem Event führt. Wir gehen nämlich bald auf Tour. Und da gibt es super Catering und jeden Abend auch irgendwie ein ganz geiles Konzert. 22. Mai in der ÖVB Arena hier in Bremen. Ganz zum Beispiel. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wenn wir auf Tour gehen, dann löst sich der Knoten. Ja, bis dahin sind wir halt angespannt, geben Interviews, die Platte kommt raus, wir gucken, verkauft sie sich, finden die Leute das gut, Kritiken kommen raus, was ich was. Und dann mit dem ersten Konzert beginnt die Tour, das Niveau verlässt fluchtartig den Tourbus und wir können befreit aufatmen. Ihr spielt auch im Festival, das Hurricane Festival hier in Schesel. Genau. Wie findet ihr das? Super. Festival? Sensationell. Wir spielen nur Schesel, Hurricane und
Gampel in der Schweiz. Und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir mit The Cure auf einem Festival spielen können und demnach auf einem Festival-Shirt zusammen mit denen drauf sein werden. Mein persönliches Highlight jetzt schon dieses Jahr. Also. Siehst du, das war auch was Persönliches von Bela. Jetzt, wo Rod heute ja nicht dabei sein kann. Der hat da können wir ein bisschen über ihn lästern. Ja, der hat ja am 19. Mai Geburtstag. Mhm. Das ist jetzt schon der gefürchtetste Tag. Schenkt ihr dem was? Also gibt es wirklich den Moment, dass ihr beiden da zusammen sitzt und sagt, natürlich. Kacke, jetzt Rod hat Geburtstag. Sagen wir nicht. Wir sagen, endlich können wir den ganzen Kram, den wir das ganze Jahr über zusammen gekauft haben, übergeben. Ja, wirklich. Ja, er denkt dann, Kacke. Genau. Also wir hatten mal einen Mischer aus Amerika mehrere Jahre und den haben wir halt zum Geburtstag dann auch, ich sag mal, auf eine typische Ärzteart reicht beschenkt, was er mit den folgenden berühmten Worten quittiert hat, die seitdem bei jedem Geburtstag wiederholt werden, Bela. They're giving me Schrott. Oh, das ist ein schönes Wort. Ja, das fanden wir super. They're giving me Schrott war super. Also ich kann mal sagen, es gibt ja auch einen kleinen Wettbewerb zwischen Farin und mir, wer das schrottigste Geschenk hat für unseren Bassisten. Nein, nicht direkt. Also man versucht dann schon originell zu sein. Und ich es ist gleichzeitig mit Liebe, aber auch mit Schrott. Du wirst es nicht toppen können, weil die sind ja für ihn haben. Nein. Ich Schrott erzähl's dir gleich. Ja, es ist nicht wirklich Schrott, aber es ist halt so ein sehr großer Staubfänger.